Ja, moin Leute, was geht? Gar wieder hier am Start. Wir spielen Mass Effect Andromeda. Und wir sind jetzt ziemlich traurig, nachdem unser Vater gestorben ist. Und jetzt probieren wir mal unser Glück, was jetzt passiert. Wir sind wieder zurück auf dem Raumschiff von der Erde, von der angeblichen neuen Erde. Ich kann noch immer nicht glauben, dass mein Vater tot ist. Und ihr hört schon. Dieser Moment hätte ihm gehören sollen. Sein Vater ist gestorben. Aber jetzt gehört er ihm. Es ist ihre Entscheidung, was sie daraus machen. Und wo soll ich anfangen? Ich bin mir einfach nicht sicher, ob ich bereit bin. Wir waren auch nicht bereit dafür, auf Habitat 7 vom Himmel zu fallen. Aber trotzdem haben wir es überlebt. Wir müssen jetzt los. Und wir haben sogar was daraus gelernt. Mal überall hin, wo wir man sollte immer ein Jetpack griffbereit haben. Richtig, immer ein Jetpack dabei haben. Guck mal hier, die laufen hier vor. Lauf von den Herren hinterher und den Damen. Oder dann dem Herr und der Dame. So. Ich hab sie gerade auf den neuesten. Ist richtig Party hier. Hier oben hin. Gut. Alles klar, da müssen wir hin. Ja! Dann benutzen. Ich werde nämlich jetzt mit Maustastatur spielen. Ich habe keinen Bock mehr auf diesen Controller. Ich freue mich darauf, diesmal ein paar freundliche Gesichter zu sehen. Die Nexus hat eine Rumpfbesatzung. Gerade stark genug, um den Bau der Station abzuschließen und den Archen eine sichere Anlaufstelle zu bieten. Das heißt, wir können anfangen, unsere Leute aufzuwecken. Mit der Bahn Sie haben doch hoffentlich Nexus auch eine Bar gebaut, oder? Wir brauchen schließlich Champagner für die Begrüßungsparty. Champagner. Sie rechnen mit einer Party? Party. Naja, nach allem, was wir durchgemacht haben, könnte ich definitiv was zu trinken gebrauchen. Das gilt wohl für uns alle. Ja, es war eine harte Tour bisher. Wir rappeln uns wieder auf. Wir brauchen einfach nur was Vernünftiges zu essen und eine Dusche. Okay, also nebenbei euch beiden. Der Kerl lag vor kurzem im Sterben und dem sein Vater ist gestorben. Keine Party und Essen, Trinken okay, aber keine Party. Passt. So. Ich sehe hier nirgends Champagner. Wo sind die ganzen Leute? Neue Art entdeckt. Wow. Was ist denn hier los? Irgendwas stimmt hier ganz und gar nicht. Alles ist wie ausgestorben. Ja, Willkommen auf der Nexus, dem Tor nach Andromeda. Ich bin Avina, eine virtuelle Intelligenz, die Ihnen bei der Immigration helfen soll. Können Sie uns sagen, wo die Begrüßungsparty stattfindet? Es tut mir leid. Mein Code beschränkt sich auf Auskünfte und einfache Interaktionssimulationen. Wählen Sie bitte aus folgenden vorprogrammierten Antworten. Na denn? Wie läuft der Immigrationsprozess ab? Wir bitten Sie, sich einer kurzen Untersuchung zu unterziehen, um sicherzugehen, dass Sie Ihre lange Reise gesundheitlich gut überstanden haben. Anschließend werden Ihnen unsere Kolonisierungsexperten dabei helfen, eine neue Heimat zu finden. Denken Sie bitte auch an die anderen Wartenden. Tausende Kolonisten wie Sie sehnen sich danach, ihr neues Leben in Andromeda zu beginnen. Und wo sind die alle? Dieser Ort ist wie ausgestorben. Welches Jahr? Genau, das aktuelle Jahr. Welches Jahr haben wir? Wir befinden uns im Jahr 2819. Nach über 600 Jahren in der Stase ist es ja bald, ne? Wenn Sie sich nach der Ankunft desorientiert oder verwirrt fühlen. Unser medizinisches Personal hilft Ihnen gerne dabei, mögliche körperliche oder mentale Nachwirkungen zu überwinden. Nun, zumindest mit dem Datum liegt sie richtig. Also, wo sind die ganzen Leute? Dann hier. Wo lassen sich die Kolonisten nieder? Sobald der Immigrationsprozess durchgeführt wurde, helfen ihnen unsere Mitarbeiter dabei, sich für die Heimatwelt ihrer Träume zu entscheiden. Reizt sie das tropische Paradies auf Habitat 7? Die sanften Hügellandschaften auf Habitat 3? Oder vielleicht die mystische Dämmerung auf Habitat 5? Wofür sie sich auch entscheiden. Unsere Pathfinder haben sämtliche Kolonialwelten begutachtet, um ihre Sicherheit und ihr Wohlergehen zu gewährleisten. Puh. Habitat 7? Da sind wir doch gelandet. Ihre Informationen sind total veraltet. Die Andromeda-Galaxie? Was können Sie mir über die Andromeda-Galaxie sagen? Andromeda liegt mehr als 2 Millionen Lichtjahre von der Milchstraße entfernt. Keine Lebensform aus unserem Heimatsystem ist je so weit gereist, was sie zu einem wahren Pionier macht.
Die Nexus selbst befindet sich in einer Region, die als Helios Cluster bekannt ist. Hier werden sie gemeinsam mit tausenden anderen Kolonisten ihre Träume von einer neuen Heimat wahrmachen. Ihr Schicksal erwartet sie. So, jetzt wollen wir wissen, was die Nexus ist. Was ist die Nexus? Die Nexus dient als zentrale Koordinationsstelle für die Kolonisierungsbestrebungen der Andromeda-Initiative. Sie ist der erste Anlaufpunkt für alle Kolonisten, die diese neue Galaxie erreichen. Bitte genießen Sie die zahlreichen Möglichkeiten auf der Nexus. Die Station wird weiter wachsen und den Kolonisten eines Tages als Regierungssitz dienen. Unser Ziel ist es, Sicherheit, Stabilität und Wohlstand zu gewährleisten. Danach sieht es aber nicht aus. Genau. Das wäre alles. Es war mir ein Vergnügen. Wenden Sie sich bitte an unser Immigrationspersonal, um weitere Hilfe zu erhalten. Und willkommen in Andromeda, Ihrer neuen Heimat, in der kein Stern heller strahlt als Sie. Die aktuelle Wartezeit bei der Immigrationsabwicklung beträgt... Unbekannter Fehler. Okay, das war echt hilfreich. Unbekannter Fehler. Okay. Ist ja fast schon wie bei der Tele... Die Pflanzen sind noch am Leben. Ja, ne? So, dann schauen wir uns mal jetzt an. Die Pflanzen sind noch am Leben. Als hätten sie diesen Ort nie fertiggestellt. Es wirkt nicht nur so, es ist auch so. Warte mal. Ich muss jetzt mal was ganz kurz testen. Und zwar... Kann ich hier was kennen? Nein. Nee. Hier müssten eigentlich massenhaft Leute sein. Sind sie doch, siehst du nicht? Ja. Gehen wir mal da hinten hin. Bauarbeiter. Da ist jemand. Vielleicht hat er ja Champagner dabei. Wow, ein einzelner Bauarbeiter. Dein Ernst? Hallo! Wir sind von der Arche Hyperion und fragen uns, wo alle hin sind. Hat er sie gehört? Sagten Sie von einer Arche? Nein. Ja, gerade angekommen. Und nebenbei, Ihre VI könnte ein Update vertragen. Aber wir dachten, sie wären alle tot. Was? Oder gefangen. Oder im Orkusnebel verschollen, oder... Aber sie sind hier. Sie können sich nicht vorstellen, wie viel uns das bedeutet. Ich fasse es nicht. Was ist das? Tyrion Kandros, ich befehlige unsere Miliz auf der Nexus. Warum siehst du aus wie der Scott Ryder, das sind Cora Harper und Liam Costa, Teil des Pathfinder-Teams. Entschuldigen Sie bitte. Unsere Sensoren haben eine Arche gemeldet, aber Helios stört ständig die Gerätschaften. Wir dachten an eine weitere Fehlfunktion. Erwarten Sie uns nicht? Ihre Arche ist die erste hier. Wir haben ein Jahr lang auf die anderen gewartet und dann diesen Bereich geschlossen und die Suche eingestellt. Sie sitzen schon ein ganzes Jahr fest? Länger. Ich erzähl's Ihnen auf dem Weg zur Zentrale. Alles, was an unserem Plan schiefgehen konnte, ist auch schiefgegangen. Wir sind vor 14 Monaten hier angekommen und direkt auf eine Wolke dunkler Energie gestoßen, die uns vom Kurs abbrachte. Ja, die kennen wir. Dann werden Sie auch verstehen, warum wir sie die Geißel nennen. Wir haben mehrere Bereiche der Station verloren. Es gab zahllose Tote. Wir hatten keinen Strom, keine Lebensmittel. Monatelang herrschte nichts als Chaos. Letzten Endes kam es zu einem bewaffneten Aufstand. Als die Ordnung wiederhergestellt war, wurden die Rebellen verbannt. Wir nennen sie Exilanten. Ist jetzt wieder alles unter Kontrolle? Nicht mal annähernd. Aber vielleicht liegt das Schlimmste ja hinter uns. Schließlich... Wir sind da. Gehen Sie schon mal vor. Ich überprüfe die Sicherheitslage. Sie sollten wissen, dass einige unserer Anführer gestorben sind. Wir versuchen, sie so gut es geht zu ersetzen. Ist es wahr? Es hieß, wir sollten uns sofort zum Dienst melden. Und niemand hat überhaupt noch mit einer Arche gerechnet. Sämtliche Andockprozesse sind im Grünbereich. Bereithalten für Einspeisung der Hyperion-Energie. Ich frage mich gerade, wie der, also das Unterleibchen, so ohne dieser die Dings Crew aussehen würde, weil das so dünn ist. Viel Glück. Ich bin Jaren Tan, Direktor der Initiative. Sie können sich nicht vorstellen, wie froh wir über Ihre Ankunft sind. Nicht so froh wie wir. Nicht so froh wie wir.
Nach so einer Reise tut es gut, ein paar freundliche Gesichter zu sehen. Hungrige Gesichter. Wir sind dankbar für alles, was Sie entbehren können. Das ist Foster Edison. Sie leitet die Kolonialverwaltung. Wo ist Ihr Pathfinder? Vor Ihnen. Sie sind nicht Alec Ryder. Mein Vater ist tot. Ich bin sein Nachfolger. Alec ist tot? Nein, er hat gerade nur einen Spaß Sie Scherz müssen gemacht. Verstehen, die gesamte Initiative droht zu scheitern. Keine der goldenen Welten ist bewohnbar. Und wir haben nichts von den anderen Archen gehört. Was ist mit ihnen? Wissen wir nicht und unsere Vorräte sind fast erschöpft. Wir haben sie schon rationiert, aber lange halten wir nicht mehr durch. Gibt es eigentlich einen Grund, warum alle so die Hände so nach hinten haben? Wir müssen neue Ressourcen finden. Aber dafür brauchen wir Leute. Und wir können sie erst wecken, wenn sie einen Ort zum Leben haben. Eine goldene Welt. Wir brauchen mehr denn je einen Pathfinder. Und jetzt sind sie es, Ryder. Sind sie dem gewachsen? Klar bin ich dabei. Ich bin vielleicht nicht ihre erste Wahl, aber ja, ich bin bereit. Jugendlicher Enthusiasmus allein wird in Andromeda nicht ausreichen. So behandelt man doch keinen Gast. Was bist du für ein Fisch? Ich bin Nagmorkesh, die Leiterin dieser Station. Ich hoffe, Sie haben sie nicht bereits verschreckt. Es ist nichts Persönliches, aber wir können uns keine Fehler leisten. Der Pathfinder scheint zumindest bereit, es zu versuchen. Eine neue Sichtweise wird uns gut tun. Nun, Sie haben meine Bedenken gehört. Was, der Geist, wir stehen alle unter Druck. Wir sollten uns in meinem Büro unterhalten, Ryder. Besorgen wir Ihnen ein Aufklärungsschiff. Die Einzelheiten kann ich gerne mit Ihrer Kollegin besprechen. Aha, aha. Läuft da was, ha? Alleine mit der Schloss. Wie läuft die denn? Was für ein Schlamassel. Danke für Ihre Hilfe. Danke für die Unterstützung. Hoffnung ist hier selten. Wir sollten sie deshalb nicht gleich im Keim erschrecken. Ma'am, der Kern der Hyperion ist jetzt online. Was mit der passiert? Ich möchte Ihnen was zeigen. Noch vor einer Stunde war hier alles dunkel. Doch dank der Energie aus Ihrem Schiff bleibt das Licht jetzt an. Meine Stimme haben Sie. Und wenn der Speicher leer ist? Reden Sie mit Direktor Tan. Sorgen Sie dafür, dass das nicht geschieht. Und schauen Sie mal bei mir vorbei, wenn Sie Zeit haben. Yeah! Mit Direktor Tam im Pathfinder Hauptquartier sprechen. Gut, dann gehen wir da hin. Mit Tam sprechen, mit Cash sprechen, mit Kander sprechen, mit Andy sprechen. Zum Folgen halten. Ah, mit Direktor Tam sprechen, okay. Wo bist du? Wo bist Hallo, du? Konsole. Du Hallo. Und ich werden richtig gute Freunde werden. Na denn? Glaub mir, du bist in 0, nichts repariert und einsatzbereit. Alles klar. Dafür müssen wir dich nur an diesen köstlichen Strom anschließen. Okay. Pfadfinderin Kekse. Möchte jemand mit mir reden? Gut, Escape, Logbuch einsehen. Wiedersehen mit der Nexus. Verfolgen aus, verfolgen ein. Bap, bap. Los geht's. Schwitzen wir, ich habe keine Ahnung wo. Doch da. Benutzen. Informationsstoff. Nee. Hallo. So. Das ist der Planet, auf dem wir gelandet sind. Habitat 7. Er war nicht mal annähernd bewohnbar. Das betrifft alle Welten, die wir entdeckt haben. Ryder, wir haben uns gerade über Ihre nächste Expedition unterhalten. Ja, vertraust du mir jetzt, oder was? Ich dachte, ich sei als Pathfinder nicht geeignet. Direktor Edison hat Ihre Meinung, ich habe meine eigene. Und wenn Sie sich uneins sind? Ich leite die gesamte Initiative und habe entschieden, Ihnen die Chance zu geben, sich zu beweisen. Die Geißel hat uns schwer erwischt, was auch immer sie ist. Unsere Wissenschaftler halten sie nicht für ein natürliches Phänomen. Eine künstliche Energiewolke? Bei unserem Aufbruch war sie noch nicht da. Durch sie ist keine goldene Welt mehr bewohnbar. Und dann sind da noch diese Kett.
Sie sind besessen von Alien-Bauwerken, die überall im Cluster zu finden sind. Sie würden alles tun, um andere von ihnen fernzuhalten. Mord ist offenbar nichts, was nur in der Milchstraße vorkommt. Die Herausforderung ist nun, trotzdem eine Welt zu besiedeln. Und zwar diese hier. Eos. Wie? Sie müssen die Lebensfähigkeit des Planeten für einen Außenposten verbessern. Dann können wir mehr Kolonisten aus der Stase holen. Mehr Kolonisten können mehr Ressourcen zur Unterstützung der Nexus sammeln. Alles hängt davon ab. Wir wollen nämlich 6 Welten besiedeln. Okay. Aber ich dachte, alle Planeten wären unbewohnbar. Wie soll ich... Ein guter Pathfinder löst dieses Problem nur zu gern. Ach ja. Nun denn, ich denke, ich sollte ein paar Dinge überprüfen. Na denn? Aber es kratzt Sie nicht, falls ich scheitere, richtig? Sie suchen sich einfach einen anderen Pathfinder. Es ist Teil meines Jobs, auf andere zu setzen. Bei einigen zahlt es sich aus, bei anderen wiederum... Digga. So wie ich das sehe, brauchen Sie mich. Wenn ich Erfolg habe, wirken Sie dadurch vielleicht wie der Anführer, für den Sie sich halten. Mag sein, aber Sie müssen sich als der Pathfinder beweisen, für den Sie sich halten. Bin ich. Wo ist mein Schiff? Es wird gerade in der Andockbucht bereit gemacht. Die Koordinaten von Eos sind im Computer. Und sobald Sie Zeit haben, sollten wir über die verschollenen Archen sprechen. Daran habe ich auch schon ge... Ah. Stimmt was nicht? Ryder, kommen Sie zum Sam-Kern auf der Hyperion. Ihr Implantat braucht Wartung und wir haben Vertrauliches zu besprechen. Nein, alles gut. Yeah, neue Lebensfähigkeitspunkte. Verdienen Sie neue Lebensfähigkeitspunkte ALP, indem Sie Planeten erforschen, Verbündete gewinnen und Bedrohungen eliminieren. Es gibt zum Mehrfahren. So, jetzt Aufgaben, die Nexus kennenlernen. Dann lernen wir erstmal den Nexus kennen. Hello. Mit Sam sprechen, Sam. Hey, Kollege. Rajit. Hey. Hey, alles okay mit Ihnen? Mir geht's gut. Es hat hauptsächlich meine Arme erwischt. Passiert das öfter, dass etwas einfach so explodiert? Direkt nach der Meuterei hatten wir sowas ziemlich oft. Meuterei? Aber in letzter Zeit nicht mehr. Ich war bei der Meuterei nicht dabei. Ihr Glück. Ich dachte wirklich, wir hätten das hinter uns. Dass ich vielleicht nur paranoid bin. Wieso? Weswegen sollten Sie denn paranoid sein? Wir hatten in der letzten Woche 3 Fehlfunktionen. Das ist nicht gut. Gelinde gesagt. Nein, ist es nicht. Und jetzt habe ich noch mehr Reparaturen vor mir. Haben Sie darüber schon mit den Sicherheitsleuten gesprochen? Wie könnte ich? Soweit ich weiß, steckt doch einer von denen hinter der Sache. Ich habe alle potenziellen Sabotagebereiche gescannt, die mir eingefallen sind. Aber ich weiß nicht mehr, wem ich noch trauen kann. Klingt, als wäre eine ganze Menge passiert, bevor die Hyperion angedockt hat. Kann man sagen. Moment! Das ist es. Sie können nichts damit zu tun haben. Sie waren bei der Meuterei nicht mal hier. Würden Sie, falls Sie Zeit haben, können Sie mir dann vielleicht helfen, wenn die mit kritischen Systemen anfangen? Natürlich. Was kann ich tun? Es würde mir wirklich helfen, wenn Sie die anderen Wartungsklappen scannen könnten, während ich die hier repariere. Ich habe die Positionen auf Ihr Universalwerkzeug übertragen. Schicken Sie mir einfach die Daten, wenn Sie fertig sind. Das hast du einfach mal so schnell gemacht, ohne meine Erlaubnis. Nice, Mann! Ich weiß es nicht. Läuft bei dir. Finden Sie heraus, warum. Aber vorsichtig. Hallo. Hallo, ich bin Gian Garson, Gründerin der Initiative. Durch Ihre harte gehabt? Arbeit ist die Vision der Nexus Sie und sehen Sie... Gründerin Garsons Büro befindet sich hier. Arbeitsplatz nicht zugeordnet. Wählen Sie bitte ein Thema. Aha. Komm. Machen wir später. Da wir echt nur 10 Stunden haben, ziehen wir das Ganze jetzt mal im Schnellgang durch. Wir versuchen es im Schnellgang durchzuziehen. Ich weiß ja nicht, wie lange die Story geht. Neuer Ort entdeckt. Wow! Cash, Cash, Cash. Digga, mit dir wollte ich schon den ganzen Tag reden. Ah ne, du bist ja eine Frau. Da sind sie ja. Ich hoffe, die anderen haben ihnen das Leben nicht allzu schwer gemacht. Es gibt hier so vieles, was erledigt werden muss. Aber zumindest ist die Hyperion jetzt angedockt und versorgt uns mit Energie. Das erleichtert meinem Team und mir die Arbeit. Mir ist aufgefallen, dass hier kaum Kroganer rumlaufen. Was Sie auch immer haben Kroganer sind. Nummer 8 gesprochen, oder?
Nummer 8? Tern. Nummer 8 lebt. Fragen raus. Sie ihn, warum die meisten meiner Leute gegangen sind. Er hat bestimmt eine Meinung dazu. Was ich Ihnen sagen kann, ist Folgendes. Als es zu der Meuterei kam, wurde eine Abmachung getroffen. Mein Clan sollte das Problem lösen und dafür im Gegenzug ein größeres Mitspracherecht in der Initiative erhalten. Komm. Das war vorerst alles, was ich wissen wollte. Viel Glück da draußen. Danke, tschüss. Ja, ich weiß, dass durch das unangekündigte Undock-Manöver der Hyperion einige Sicherungen durchgebrannt sind. Aber ja, das macht nichts. Nexus-Kontrolle an die Hyperion. Das wollten wir so nicht. Hey. Schön, also gut, was ist passiert? Mit was? Es heißt womit? Und ich meine Ihren verdammten Vater. Tut mir leid, ich bin müde, weil ich mich um alles kümmern muss. Wow. Und im Moment will ich einfach nur wissen, was mit Alec passiert ist. Wow. Nicht, wie er starb. Ich kenne die Loks. Was ist mit dem Pathfinder passiert? Was ist das denn, ey? In dem Moment hat es mir das Leben gerettet. Aber anscheinend wollte mein Vater, dass ich die Aufgabe irgendwann übernehme. Sie kann nicht vererbt werden. Hätten wir eine auf Inzucht basierende Monarchie gewollt, hätten wir die Hälfte unseres Genpools Inzucht. Zu Hause lassen können. Das Mädchen ist ja... Nicht zu Hause. Sehr tapfer. Die Milchstraße. Unser Zuhause ist hier. Dieses Chaos. Wir haben nicht viele Optionen, Ryder. Vielleicht können Sie ja beweisen, dass Ihr Vater recht hatte. Aber verzeihen Sie bitte, dass ich mir nach 14 Monaten gescheiterter Kolonisation keine allzu großen Hoffnungen mache. Das Problem ist auch, du hast ja überhaupt keine Gesichtszüge. Dann schwitzen wir ein bisschen. Wie passen Sie in die Führungsriege der Nexus? Ich überwache die eigentlichen Ansiedlungsbemühungen. Da die Anzahl der Außenposten derzeit alles andere als ideal ist, habe ich nur begrenzten Einfluss. Worauf Tan mich immer wieder gerne hinweist. Ich habe eine durchaus angemessene Karriere als Amtsleiterin zurückgelassen. Immerhin in einer Provinzhauptstadt. Nur eine neue Galaxie konnte mich davon weglocken. Und jetzt sind wir hier und tun nichts. Sie haben meinen Vater Alec genannt. Niemand tut das. Viele von uns haben sich der Initiative wegen seiner Vision angeschlossen. Also dem Teil davon, den er mit anderen geteilt hat. Waren Sie befreundet, oder? Ich bin nicht Ihre neue Mutter, falls das Ihre Frage ist. Oder seine Freundin. Er hat es gehasst, dass ich seinen Titel nicht benutzt habe. Aber niemand ist ein Pathfinder, bis er tatsächlich einen Path gefunden hat. Das ist wie bei einer Kolonialdirektorin ohne Kolonien. Digga, der hat mit... Dein Daddy hat die Kleine hier flachgelegt. Es muss irgendeinen Plan für den Umgang mit feindseligen Aliens geben. So naiv können wir nicht gewesen sein. Wir haben mit Leben gerechnet. Nicht mit einem Feind, der jeden Dialog verweigert. Sie greifen nicht an. Sie desinfizieren. Wir sind für sie nichts als Bakterien. Tut mir leid. 14 Monate und man fängt an, poetisch zu werden. So schlimm ist die Lage. Reden Sie mit Kandros, falls Sie es noch nicht getan haben. Leider ist er zum Leiter unseres Militärs geworden. Und sobald ihm das klar wird, sitzen wir richtig in der Scheiße. Sie vertrauen ihm nicht? Ich vertraue darauf, dass er uns verteidigt. Aber einem wachsenden militärischen Einfluss in einer für zivile Zwecke gedachten Initiative vertraue ich nicht. Wir sind hergekommen, um Geschichte zu schreiben, Ryder. Nicht, um sie zu wiederholen. Ach, verdammte Poesie. Sie hatten in über einem Jahr keinen Erfolg mit der Kolonisation. Wie oft haben Sie es versucht? Nicht so oft, wie Sie denken. Die Geißel, ruinierte Welten, Exilanten, Feinde. Wir können nicht einfach einen Außenposten runterplumpsen lassen und eine fertige Anlage mit Umzäunung erwarten. Vorher müssen der Pathfinder und Sam erkunden, einschätzen und inspirieren. Die Initiative hat ein Ziel versprochen und Andromeda hat nicht kooperiert. Und wenn es das hätte? Hätten wir ein wunderschönes Utopia. Die Kolonien versorgen sich selbst und unterstützen einander. Die Nexus als Citadel, nicht unter der Leitung von Tan. Frau ist auch langweilig. Nicht unter meiner. Sie ist extrem langweilig. Es gibt da noch diese fremdartige Technologie. Studiert die schon jemand? Wir haben es versucht. Also nicht ich, die Genies aus der Forschungsabteilung. Angeblich sind sie auf ihrem Gebiet ziemlich gut. Wollen Sie die aktuelle Ausrede hören?
Die Tech, die wir auf dem Mars ausgegraben haben, war zwar weiterentwickelt, aber man musste sie nur anschließen. Die Tech hier hingegen denkt anders. Ich weiß auch nicht. Wir sind ihr meist aus dem Weg gegangen. Und wenn man den Loks der Hyperion über Erlek Glauben schenkt, war das vielleicht ganz gut so. Ich gehe dann mal, sonst schlafe ich noch ein. Sie entschuldigen mich, Direktor Edison. Ryder? Es heißt Pathfinder. Woo! Wir verhungern hier. Wenn wir kein Fundament von Außenposten errichten, um die Initiative zu ernähren, könnten wir genauso gut seit 600 Jahren tot sein. Ja, dann... Erlek hat viel versprochen. Nichts davon ist eingetreten. Damit sind Sie jetzt konfrontiert. Darum vertrauen Ihnen die Leute nicht. Darum vertraue ich Ihnen nicht. Okay. Beweisen Sie mir, dass ich Unrecht habe. Ich beweise dir gleich was anderes. Komm, kleine... Klatsch da eine, Mann. Ah, nee, das ist eine Frau. Keine Frau. Coole... Was zum Geier... Boah, ich schlaf fast an. Yeah. Was ist? Was kommt hier? Ah, hier. Scannen. Scannen! Pathfinder. Der Saboteur verwischt seine Spuren, indem er dieses Panel mit Energie von einem anderen Anschlussrelais überlastet. Sie können die Verkabelung scannen und ihr folgen, um das Ausweichpanel zu finden. Ein Saboteur. Gehen wir mal da hoch. Hallo? Okay, weiter. Andockklammern. Funktionsfähig und aktiviert. Meldung aus dem Maschinenraum. Der Energieverbrauch der Hyperion beträgt jetzt 100%. Blöd. Meldung aus dem Maschinenraum. Der Energieverbrauch der Hyperion beträgt jetzt 100%. Okay. Was ist denn da oben? Nein! 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 Okay. Okay. Fallen wir halt zweimal runter. Scanne die Energieanschlussrelais. Diese Wartungsklappe hat einen Defekt. Ohne weitere Daten kann ich allerdings nicht feststellen, ob es sich um eine normale Störung oder Sabotage handelt. Dann nehme ich sie am besten vom Netz, bis Raj Zeit hat, sie sich anzusehen. Das steht alles im Sicherheitsbriefing. Es müsste irgendwo unter ihren Nachrichten sein. War's das? So. Gibt's noch irgendwas? Hallo. Haben wir doch schon. Warum leuchtet vom Fackel das Scheißteil? Hallo? Ah, hey. Was geht? Doch, Ryder, Sie mögen eine wenig schmeichelhafte Meinung von mir haben, aber ich möchte Ihnen wegen Ihres Vaters mein Beileid aussprechen. Danke. Ich kannte ihn nicht sehr gut. Aber ich weiß, dass er eine entscheidende Rolle bei der Planung der Initiative gespielt hat. Ich bin mir sicher, er wäre äußerst beunruhigt darüber, dass noch immer mehrere unserer Archen vermisst werden. Ich werde es finden und jetzt... Sie sind ebenso Teil der Initiative wie die menschliche Arche. Wir werden sie finden. Das müssen wir. Aber tausende Kolonisten werden vermisst. Das wirft kein gutes Licht auf die Initiative. Haben Sie noch weitere Anliegen? Probleme auf der Nexus, ja. Es klingt, als hätte die Nexus eine schwere Zeit hinter sich. Öffentlich würde ich sagen, wir sind der Herausforderung mehr als gewachsen. Aber unter uns, es war eine Katastrophe. Die Geißel hat hunderte Opfer gefordert. Unter ihnen auch viele unserer Anführer. Selbst die Gründerin der Initiative, Gian Garson,
ist tot. Es klingt, als hätte die Nexus eine Öffentlich würde ich sagen, die Selbst die Gründerin der Initiative, Gian Garson, ist tot. Wie ist Gian Garson gestorben? Zusammen mit der übrigen Führungsriege. Als die Nexus auf die Geißel prallte, wurde ein großer Flügel mit Stase-Kapseln zerstört. Sie waren sofort tot. Sie waren 600 Jahre lang gereist und starben, ohne vorher wieder aufzuwachen. Gian Garson hat Helios nie gesehen. Sie hat nicht miterlebt, wie ihre Vision Wirklichkeit wurde. Okay, Leute, ich weiß nicht, was die Geißel ist, aber ganz ehrlich... Ne? Das wäre alles. Danke für Ihre Zeit. Hier ist nicht echt zu viel danken. Gebabbel. Ich könnte Wie Sie so treffend bemerkt haben, brauchen wir einander. Gut. Unser beider Zukunft hängt vom Erfolg des anderen ab. Alles klar, wir reden später. Auf halbe so mit Sam sprechen, am besten. So, das Einzige, was mich jetzt so... Wo sind die ganzen Aufträge? Das will ich jetzt mal ganz schnell rauschecken, ja. Wow. So, Logbuch, da. Ein besserer Anfang. Verbündeten Beziehungen. Bei der Miliz muss ich noch eins durchsuchen. Komm, das machen wir mal. Okay. Wird es mir jetzt angezeigt? Mögliche Sabotage bei der Miliz untersuchen. Machen wir das mal. Dann gehen wir mal zu der Miliz. Zu der Miliz. La, 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 la. Kommandozentrum. Ich habe gerade eine Übergabe beobachtet. Nichts Illegales. Zu klein. Alles klar. Mariette, schön, dass du da bist. Das ist falsch. Einfach nur falsch. Es ist nicht richtig. Es ist einfach nicht fair. Was ist los? Du meine Güte, sie sind... Es ist also wahr. Ein Pathfinder hat uns gefunden. Endlich ein Hoffnungsschimmer. Richtig. Vielleicht könnten sie mir ja helfen. Sie sind unparteiisch. Und diese ganze Geschichte ist so politisch geworden. Mein Mann, er wurde eingesperrt und soll verbannt werden. Für ein Verbrechen, das er nicht begangen hat. Was für ein Verbrechen? Was genau legt man ihm zur Last? Nun ja, für einen einfachen Diebstahl wird man nicht verbannt. Ja. Obwohl, von diesem Haufen vielleicht schon. Sie behaupten, er habe jemanden ermordet. Sie bezeichnen ihn als den ersten Mörder in Andromeda. Aber das Opfer war sein Freund. Er hätte ihn nie. Es gibt angeblich Zeugen und Beweise, aber das sind alles nur Indizien. Im schlimmsten Fall war es ein Unfall. Sein Name ist Nirken Rancis. Wenn Sie bereit wären, mit ihm zu sprechen, könnte er Ihnen die Einzelheiten erzählen. Würden Sie das tun, bitte? Natürlich. Selbstverständlich. Ich bin ja jetzt Anwalt geworden. Oh, vielen Dank. Ich bin mir sicher, der Gefängniswärter wird Ihnen einen Besuch gestatten. Natürlich, mir bitte. Immer. Ja, ja. Sagen Sie Nirken, dass ich ihn liebe. Nein. Datenpad, untersuchen. Leutnant, basierend auf Staatsbericht 16c sind wir unserem Ziel offenbar keinen Schritt näher, in einem Sektor Fuß zu fassen. Ohne ordentliche Aufklärung und bessere Informationen über diesen Feind sind unsere Bemühungen wohl sinnlos. Das Risiko und der anhaltende Verlust an Ressourcen und Leben machen eine Rechtfertigung schwer. Bei einer so niedrigen Moral müssen wir die Erwartungen erneut herabsetzen. Kandros. Alles klar. Einsatzteam Missionen. Okay, was ist das? Kandros. Wir reden gleich. Okay. So. Dann checken wir das hier mal ein bisschen. Bitte warten Sie auf weitere Anweisungen.
Explosionsschutz. Der Schaden an diesem Ort wurde durch einen direkten Overrider der Sicherheitsschleusen verursacht. Hier aber zahle ich persönlich. Ich werde einen Abgleich mit allen anderen verfügbaren Daten vornehmen. Alles klar. Und jetzt? Möglichsabotage in der Mel. Wir gehen mal da hinten hin. Ah, hier. Blum. Scannen Sie die Verkabelung und folgen Sie ihr, um das Panel zu finden, das okay. Der Saboteur benutzt hat. Hallo, Knocki. Hallo. Waffenhändler. So, ich glaube, ich muss da unten lang. Ja, ist ja gut, Mann. Ne, da geht's nicht, oder? Geht's hier irgendwo rechts? Mulla rechts. Oh, ne, hallo, zuck, weg. Okay, irgendwo muss ich auf jeden Fall rechts lang. Wir gucken mal nach, ob hier was ist. Ja, hier ist es. Gut. Ah, da ist es schon. Nein. Pathfinder, ich habe die Daten von Sam erhalten. Wir haben es tatsächlich mit Sabotage zu tun. Ja. Haben Sie irgendeine Idee, wer dahinter stecken könnte? Ja, an all diesen Klappen hat Sarah gearbeitet. Ich kann Sarah. Es einfach nicht glauben. Die Sicherheitsvideologs bestätigen, dass eine Sarah Kellers an diesen Wartungsklappen gearbeitet hat. Auch an derjenigen, bei der es zu der Explosion kam. Verdammt. Sarah. Hast du irgendeine Ahnung, wo sie jetzt ist? Kellis arbeitet momentan an einer Wartungsklappe auf dem Hauptdeck der Hyperion. Und wo ist diese? Ein Stockwerk tiefer. Hyperion, wo ist denn das? Okay, hier irgendwo muss es sein. Okay. Ah, kann es sein, dass es die Tante da unten war? Hier, Cora. Nein, Sarah suche ich. Cora, hör mal. Hey. Kleines. Alles okay? Die Klar. haben sie ziemlich in die Mangel genommen. Natürlich. Und Edison. Sie sind seit über einem Jahr der erste Pathfinder hier. Und ihr fällt nichts Besseres ein, als ihre Kompetenz in Frage zu stellen? Tja, so ist Leben, ne? Ich komme damit klar, wer von Ihnen... Wer von Ihnen war nochmal Edison? Für mich sehen alle Politiker gleich aus. Das sieht mir auch so. Wir sollten Sie vielleicht bitten, Namensschilder zu tragen. Richtig, machen wir auch. Ich habe mit Direktor Tan die Logistik besprochen. Sie geben uns ein Schiff samt Besatzung. Angeblich die beste, die sie haben. Ich muss erst nochmal zurück auf die Arche, um bei Sam vorbeizuschauen. In Ordnung. Und wenn Sie schon dort sind, sollten Sie vielleicht auch nochmal nach Ihrer Schwester sehen. Mach ich. Ich muss aber jetzt ganz nebenbei woanders hin. Und zwar zu Sarah. Wo bin ich denn jetzt? Ja, wir gehen mal hier lang. Hallo. Bist du Sarah? Nein, du bist keine Sarah. Wir sind rechts. Du bist eine Sarah hier. Sarah? Sarah! Sarah! Wir sind rechts. Da, 22 Meter. Sarah. Hey! Sarah! Kleines. Hör mal. Wir müssen reden. Sarah Kellis? Ja? Ich habe Beweise, dass Sie die Nexus sabotiert haben. Was? Nein! Ich würde nie... Ich habe selbst in der Sache ermittelt. Und ich habe Scans, die das beweisen. Hier. Ich übertrage meine Scans auf Ihr Universalwerkzeug. Witzig. Raj hat dieselben Ermittlungen angestellt und die haben uns zu Ihnen geführt. Meine Scans deuten auf Raj als den Schuldigen hin. Jemand muss uns beide ausgetrickst haben, sonst weiß ich auch nicht. Die Daten von Miss Kellis ähneln verdächtig denen von Mr. Patel. Ein dritter Beteiligter ist wahrscheinlich. Ablenkungsmanöver? Der echte Saboteur schiebt die Sache möglicherweise Ihnen beiden in die Schuhe. Weil wir beide herausgefunden haben, dass etwas im Gange ist? Das könnte sein. Es ist besser als die Vorstellung, dass es Raj war. Aber es bedeutet, dass alle meine Daten nutzlos sind. Ich wünschte, ich hätte Zugriff auf die Überwachungskameras. Ich wette, wir würden etwas finden. Sie unternehmen gar nichts, damit der Täter nicht merkt, dass wir ihm auf der Spur sind. Ich überprüfe die Überwachungskameras. Okay. Raj, sind Sie da? Ja. Wie ist es gelaufen? Gut. War sie es wirklich?
Nein. Nein, sie hatte Beweise, die auf sie hindeuten. Ich nehme an, jemand hat sie beide aufs Glatteis geführt. Halten Sie sich bedeckt und reden Sie mit niemandem darüber. Ich küpp... Wow, ey, Leute, nur wegen diesem einen Ding mal hier mit dem Zug fahren, na dann... Videos angucken, bitte. Das hätte man ja schon vorher machen können, bevor wir mit den Schwätzen kommen. Mein Gott! So. Raj war's nicht, Sarah war's nicht. Wer war's? Wer war's? Wahrscheinlich der Knacki. Nein, hier, Video und los geht's. Überwachungsrahmen, Schadensbegrenzung. Hä? Bin jetzt blöd? Info über Netzwerke entdecken. Zeitstempel verschlüsselt. Keine fehlerfreie Wiedergabe möglich. Tag 225. Aktivieren. Diese Datei ist nutzlos. Wir überprüfen noch eine. Alles klar. Info über Netzwerkung wiederholt. Zeitstempel verschlüsselt. Keine fehlerfreie Wiedergabe möglich. Carlos, wie Sie wissen, gab es während Ihrer Abwesenheit eine Meuterei auf der Nexus. Die Ergebnisse sind rasant eskaliert, aber wir glauben, dass es mit einem Feuer in der Hydraulikkultur und einem Diebstahl in der Waffenkammer. Ich kann nur dieses eine hier starten? Okay, dann starten wir. Und wieder eine unbrauchbare Datei. Ein Zufall ist unwahrscheinlich. Wir überprüfen noch eine. Da gibt's aber keine mehr, oder? Überwachungsaufnahme Nummer 3. Bericht. Okay. Dann. Diese Datei ist ebenfalls beschädigt. Mit Sicherheit kein Zufall. Man braucht eine ziemlich hohe Freigabe, um die Dateien der Überwachungskameras zu manipulieren. Vielleicht jemand, der für Kandros arbeitet. Das wäre das Wahrscheinlichste. Kannst du aus den Dateien mit biometrischen Scans eine Identifizierung rauskitzeln, Sam? Die Dateien sind schwer beschädigt. Aber wenn ich alle verfügbaren Identifikatoren kombiniere, könnte es funktionieren. Auf Basis der eingeschränkten verfügbaren Informationen suchen wir einen männlichen Menschen, der entweder der Nexus oder der Hyperion zugeteilt ist. Sie werden Scans aus unmittelbarer Nähe durchführen müssen. Verstanden. Na dann, scannen wir mal aus unmittelbarer Nähe. Du bist der Knacki, ne? Komm gleich auf dich zu. Hey, 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 hey. Du warst es, ich weiß es. Biometrische Daten stimmen nicht überein. Kennen wir Hallo. Hallo. Nein, war ich nicht. Wie dann auch. Übereinstimmung negativ. Gut, dann müssen wir auf die Hyperion. Achtung, jetzt kommt's. Achtung, jetzt kommt's. Ich bekomme einen kleinen Hunger. Genau hier. Hier ist doch kein Schwanz. Mich selber soll ich scannen. Hey, du bist es. Diese Person ist es nicht. Hast du mal Glück gehabt. Ja. Der Scan zeigt eine partielle Übereinstimmung. Ziel ist wahrscheinlich Verdächtiger. Wer ist es? Dale Atkins, untersteht Kandros Abteilung, ist dem Sicherheitsteam der Station zugewiesen. Hey Kollege. Dale Atkins, richtig? Wir müssen uns unterhalten. Hören Sie, ich will nicht unhöflich sein, aber ich habe zu arbeiten.
Das denke ich nicht. Wir wissen, was Sie getan haben. Sie sind hier fertig. Ich habe keine Ahnung, wovon Sie da reden. Ich mache einfach nur meine Arbeit, das ist alles. Die Beweise sagen, dass Sie ein linkes Ding gedreht haben. Na klar. Ach, kommen Sie, sparen Sie sich das. Ich habe genug von all den Heuchlern auf dieser Station. Sie waren nicht hier, als Sie unsere Freunde und Familien rausgeworfen haben. Meuterei? Dass ich nicht lache. Wir wollten einfach nur antworten. Meine Schwester ist jetzt da draußen. Ich weiß nicht mal, ob sie noch lebt oder... Ich bedauere diese Vorfälle. Aber Sprengladungen sind keine Antwort. Leute ins Exil zu schicken, weil sie mit der Politik nicht einverstanden waren, aber auch nicht. Mir ist egal, was sie denken. Die Anführer der Meuterei hatten recht, als sie wissen wollten, was eigentlich los ist. Sie hätten jemanden verletzen können. Sogar ja, töten. Wie diejenigen, die getötet wurden, als unsere Anführer meine Freunde von Kroganern niedertrampeln ließen? Genug geredet. Ich gestehe, ich war's. Machen Sie mit mir, was Sie wollen. Das ist nicht meine Entscheidung, sondern die der Anführer der Nexus. Die sollen eine Entscheidung treffen? Na, da bin ich ja mal gespannt. Ja, ich auch. Stufenaufstieg! Yay! Weiter geht's. Wir machen mal etwas länger die Folge, da ist... Oh, ein Behälter! Ich habe einen Behälter gefunden! Lol, Alter, Behälter! Universal... Behälter. Analyse, eine halbflüssige Mischung aus Legierung und synthetischen Polymeren, die in der menschlichen Technologie zur schnellen Fertigung verwendet wird. Beschaffung. Behälter mit Universal... Was? Warte mal. Universal-Algel? Also. So. Wofür könnte man denn so ein Universalgel benutzen? Nehmen wir mal. Wir haben jetzt Universalgel. Laut Universalgel? Na, ihr wisst? Nein, Quatsch. Wir haben Universalgel! Wofür wir das auch brauchen? Keine Ahnung. Wir laufen jetzt mal hier ein gechilltes Leben lang. Nein, Quatsch. Wir haben weitere Missionen. Map. Cool. Toll. Und zwar hier und Verbündeten und Beziehungen, das haben wir Helios. Aufgaben. Nexus. Erster Mörder. Verfolgen. Ein. War schon verfolgt. Ne, was habe ich jetzt gemacht? Nein, nein, nicht spenden. Nein, nicht löschen. So. Weiter geht's. Jetzt suchen wir den Mörder. Also. Ich sag mal so. Ich kann entweder zu Kyro oder zur Kommandozentrale. Ich sag mal so, bevor wir einen Planeten überhaupt mal finden, ne, sterben wir schon, weil hier so viele Aufgaben im Nexus sind. Dann, wie soll ich dann noch einen Planeten, einen bewohnbaren Planeten finden oder beziehungsweise einen Planeten bewohnbar machen? Den war echt cool hier. Wo sind wir denn jetzt hin? Okay, wir gehen in den Knast. Wir gehen in... Hey, Kollege, Sargon, Acker. Mit dir will ich reden. Kann ich Ihnen helfen? Ja. Pathfinder Ryder. Ich will zu Nilken Rensis. Ah, unser Mörder. Seine Frau ist ständig hier. Ich wette, sie hat Ihnen ihr Rührstück erzählt. Nilken, aus Ihnen wird noch richtig was. Ein Pathfinder will mit Ihnen reden. Ein Pathfinder? Sie haben schweres Gerät geholt, um den ersten Mörder von Andromeda ins Exil zu schicken. Deshalb bin ich nicht hier. Ich will Sie nicht ins Exil schicken. Ich habe Ihrer Frau zugesagt, mir Ihren Fall mal anzusehen. Es ist bereits zu spät. Sie haben mich für schuldig befunden. Warum erzählen Sie mir nicht, was passiert ist? Ich war Teil des vergeblichen Versuchs, auf Eos eine Kolonie zu errichten. Wir waren so gut wie geliefert. Von Feinden überrannt. Unser Anführer tot. Der Sicherheitschef Reynolds, mein Freund, weigerte sich, die Evakuierung anzufordern. Wir haben gestritten. Das haben alle gesehen. Und als er dann getötet wurde, ging man davon aus, dass Sie es waren. Mit gutem Grund. Er hat befohlen, dass wir uns neu formieren und einen Gegenangriff starten. Wir waren unterwegs durch einen Sandsturm. Ich habe eine Bewegung gesehen, dachte, es wäre ein Cat und ich geriet wohl in Panik und schoss. Ein Zeuge hat gesehen, wie die Brust des Chiefs explodierte. Klingt wie ein Unfall. Das habe ich auch gesagt.
Aber ich war wütend bei unserem Streit. Es gibt eine Aufnahme davon. Ziemlich heftig. Alle sind überzeugt, ich hätte es mit Absicht getan, damit wir evakuiert werden. Dagegen steht nur mein Wort. Nicht aufgeben. Geben Sie noch nicht auf. Ich werde mir die Beweise ansehen. Vielleicht finde ich ja etwas, das Ihnen hilft. Das wäre großartig. Sie sind ein Pathfinder. Kandros würde Ihnen bestimmt Zugriff gewähren. Vielleicht besteht doch noch Hoffnung. Alles klar, mit Kandros reden. Sprechen. La 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 la. Hier, Opa. Hallo. Ich kenne diesen Gesichtsausdruck. Die anderen haben Sie vollgequatscht, stimmt's? So ähnlich. Ja. Daran gewöhnt man sich. Konzentrieren Sie sich einfach auf Ihren Job als Pathfinder. Gegen Resultate kann man nicht argumentieren. Auch wenn Sie es versuchen werden. Wie auch immer. Willkommen im Hauptquartier der Miliz. Verzeihen Sie das Chaos. Dieses Büro ist für die Arbeit der Miliz, die Sicherheit der Nexus und die Suche nach der Turianischen Arche zuständig. Gibt's was Neues von der Turianischen Arche? Nur vereinzelte Daten. Einige weisen darauf hin, dass die Nathanus zerstört wurde. Andere, dass die Leute noch leben. Wir haben da noch einen Toten, ne? Fast Toten da, um Mord aufzuklären. Auch wenn sie nur Dampf ablassen wollen. Ich möchte Sie etwas anders fragen. Da ist nach dem Jump die Kette auf, wieder sein Einsatz der Miliz. Kann ich da einmal zurück irgendwie? Nein. Reise nach dem. Bis bald, Kandra. Nein. Hier. Nein. Noch keine Neuigkeiten von der Turianischen Arche. Schwätz mich mal hier. Oder ist das Sache der Miliz? Ich habe mit Nilkan Rancis gesprochen. Der Mann, der wegen des Mordes auf Eos für schuldig befunden wurde. Ja, unser erster Mord hier in Andromeda. Ich wünschte, es wäre auch unser letzter gewesen. Als die Kolonisierungsversuche scheiterten, war es der Stimmung nicht sehr zuträglich, dass ein hochrangiger Offizier von einem unserer eigenen Leute getötet wurde. Die Meuterei hier auf Nexus war wahrscheinlich unvermeidbar. Aber dieser Mord war der auslösende Funke. Mhm. Ich finde es falsch, das alles auf ihn zu projizieren. Ist es auch. Aber so wurde es nun mal wahrgenommen. Trotz mangelnder Beweise passte alles zusammen. Er hat nur gesagt, glauben Sie mir, ich habe das nicht gewollt. Und Sie gehen davon aus, dass er lügt? Eine Lüge bedeutet einem Mörder gar nichts. Überzeugen Sie sich selbst. Eine Hauptzeugin, Cassidy Shaw, arbeitet in der Kommandozentrale. Reden Sie mit ihr. Außerdem gibt es eine Aufnahme des Täters, wie er das Opfer bedroht. Sie finden sie auf der Konsole da. Soweit es mich betrifft, ist der Fall abgeschlossen. Okay, dann schwätzen wir noch ein bisschen hier, die Reise nach Ihrer Aufgabe. Warum sind Sie nach Andromeda gekommen? Ich hatte es satt, immer der Gute zu sein. Der Gute? Die Familie Kandros hat eine lange Militärtradition. Da gibt es Erwartungen. Sie wissen schon. Dann wurde meine Schwester Bildhauerin und meine Cousine Nyrene Piratin auf Omega. Alle waren stolz darauf, dass ich beim Militär blieb. Aber ich fragte mich, und wann kommt mein Abenteuer? Gian Garsons Traum war großartig und mutig. Ich musste einfach ein Teil davon werden. Sie reden, als würden Sie nicht zur Führungsriege gehören. Weshalb kommandieren Sie dann die Miliz? Ich habe ein Schürfteam auf einem Mond begleitet, als diese Kette uns gefunden haben. Sie haben uns eingepfercht wie Vieh und wollten Experimente durchführen. Ich konnte mich losmachen, habe mir eine Waffe gegriffen und die anderen befreit. Als wir die Dreckskerle getötet hatten und zurückkehrten, um die Nexus zu warnen, haben mich alle behandelt, als hätte ich das Sagen. Das kommt mir bekannt vor. Daraus entwickelte sich dann die Miliz. Schon komisch. Sobald es kritisch wird, steigen alle möglichen Leute an die Spitze auf. Wie geht es den anderen Turianern? Geht so. Wir sitzen in einer Krise nur sehr ungern rum. In der Ausbildung heißt es immer, Dienst geht vor Ego. Wahrscheinlich sind deshalb so viele von uns bei der Miliz. Wir wollen uns den Status als Bürger verdienen. Egal in welcher Galaxie wir gerade sind. Das wird die längste Folge meines Lebens. Zu arbeiten, solange unsere Arche vermisst wird. Aber das ist das, was Sie wollen. Was wissen Sie über die Feinde, auf die wir gestoßen sind? Die Cat. Wir treffen üblicherweise auf Welten mit diesen fremdartigen Gebäuden auf sie. Die Cat mögen es nicht, wenn man sie studiert.
Den Grund dafür kennen wir nicht genau. Sie reden nicht mit uns. Immer wenn sie uns begegnen, kommt es zum Kampf. Oder sie nehmen Gefangene. Warum? Was wollen sie? Das weiß keiner. Aber ich habe ihre Waffen gesehen. Und was sie mit diesen Gefangenen machen. Ich will sie möglichst weit von der Nexus entfernt haben. Okay. Auf Wiedersehen. Komm. Bis bald, Kandros. Die Pflicht ruft. Meine auch, Pathfinder. Aufzeichnung abspielen mit einer Zeugin namens Saw sprechen. So, wir spielen erstmal die Aufzeichnung ab. Die Nexus gegen Kolonist Nilken. Beweisstück 7a. Hiram! Hiram! Sie haben die Anlage eingenommen! Du musst die Evakuierung anfordern! Wir werden nicht aufgeben, Nilken. Wir holen sie zurück. Nein! Ich lasse nicht zu, dass dein Ego uns umbringt. Und wenn ich dich... Nein! Haltet ihn zurück! Haltet ihn zurück! Das klingt aber sehr nach Mord. Mit einer Zeugin namens Saw sprechen. Naja, dann reden wir mal mit der Saw. Ach du mit der komischen Frisur. Hi. Cassidy Shaw. Ich bin Scott Ryder. Ich untersuche den Mordfall Nilken. Oh Mann, ich dachte, das wäre erledigt. Nein. Haben Sie die Audioaufzeichnung des Streits gehört? Nö, was für eine Audioaufzeichnung? Ich habe geholfen, ihn von Chief Reinholds wegzuziehen. Man hat in seinen Augen gesehen, dass er ihn töten wollte. Und dann im Sandsturm? Ich hatte den Chief ziemlich gut im Blick. Er hat Nilken direkt angesehen und Nein geschrien. Dann explodierte seine Brust. Ich werde das nie vergessen. Der Ausdruck in seinem Gesicht war der pure Schock. Wenn sie gestritten haben und Nilken sogar gedroht hat, ihn umzubringen, warum war Reynolds dann überrascht? Freunde streiten und sagen Dinge, die sie nicht so meinen. Verletzen einander manchmal sogar. Aber du rechnest einfach nicht damit, dass dein bester Freund dich erschießt. Ja, aber ehrlich. Für mich ist das Traurigste daran. Das Herz des Chiefs wurde gebrochen, direkt bevor es explodierte. Okay. Reynolds führte sie zurück, um die Anlage wieder zu übernehmen. Waren Sie damit einverstanden? Es stand mir nicht zu, einverstanden zu sein oder nicht. Er war der befehlshabende Offizier. Rückblickend ist es natürlich nicht ohne Ironie. Wäre er nicht getötet worden, wären wir jetzt wahrscheinlich alle tot. Ah. Haben Sie in der Nähe Cat gesehen? Nilken hat es behauptet, aber ich habe keine gesehen. Es war allerdings ein schwerer Sandsturm. Man konnte nicht viel erkennen. Okay, das haben wir ja schon mal gehört. Wirkte Nilken, als würde er es bedauern? Ich habe Nilken in dem Chaos aus den Augen verloren. Als wir ihn fanden, wirkte er wie unter Schock. Er konnte nicht sprechen. Ihm schien übel zu sein. Könnte Schuld gewesen sein. Die Erkenntnis, was er getan hatte. Oder? Oder Danke sagen. Vielen Dank für die Information. Vielen Dank für die Information. Es macht mir zu schaffen, dass wir ihn zurücklassen mussten. Er hätte ein ordentliches Begräbnis verdient. Die Leiche wurde also nie untersucht. Immerhin ein wichtiges Beweisstück bei einer Mordermittlung. Ten hat eine Mission, um ihn zurückzuholen, nicht genehmigt. Zu gefährlich, hat er gesagt. Das ist eine Info, die verdammt gut ist. Wow. Sieht geil aus. Leute, gebt euch mal die Aussicht. Die Konsole für das sekundäre Verwaltungssystem ist repariert. Alle Tests waren erfolgreich. Sie sollte sich jetzt mit den Konsolen auf den Hyperion synchronisieren. Ich mach dann mal mit dem nächsten Punkt auf meiner Liste weiter. Da. Dann, mein Freund, was geht, Direktor? Kann ich Ihnen irgendwie helfen? Natürlich. Ich untersuche die Mordanklage gegen Nilken Rancis. Und? Ich möchte nach Eos fliegen und Chief Reynolds Leiche bergen. Das gehört normalerweise nicht zu den Aufgaben eines Pathfinders. Doch. Der erste Mord in Andromeda. Und ich bin unparteiisch. Ich dachte, Sie würden wollen, dass die Sache korrekt abgewickelt wird. Die Besiedlung eines Außenpostens hat zwar Vorrang, aber im Prinzip habe ich keine Einwände. Sachbeweise werden den Fall nur noch eindeutiger machen.
Je sicherer wir sind, desto besser. Richtig. In Ordnung, aber gehen Sie diskret vor. Mach ich. Die Leute sollen nicht denken, dass wir den Fall neu aufrollen. Machen wir nicht. Ich hoffe, was immer Sie finden, bestätigt das bisherige Verfahren. Bestimmt. Und falls nicht, kriegen wir das auch irgendwie hin. Wir senden Ihnen die Koordinaten des Tatorts. Wir kriegen das irgendwie hin. Wir haben hier noch ein paar Fragen. Komm, die ziehen wir durch. Was können Sie mir sonst noch über die Initiative erzählen? Sie stellt die größte Migration dar, die je in Angriff genommen wurde. Nie zuvor hat sich jemand über die Milchstraße hinausgewagt. Wir alle haben unsere Heimat zurückgelassen, um nach Freiheit, Glück und vielleicht einem Neuanfang zu suchen. Wir sind die mutigsten Seelen unserer jeweiligen Spezies. Und ich hoffe, die Nexus wird als Sitz unserer gemeinsamen Regierung dienen. Okay, danke. Auf Wiedersehen. Das wäre alles. Danke für Ihre Zeit. Es war mir ein Vergnügen. Mir erst. Ich sehe eine großartige Zukunft für uns. Und ich erst. Wir gehen Beweise suchen. Beweise für den Mord untersuchen. Wo muss ich denn da hin? Erster Mörder. Beweise für den Mord untersuchen. Muss ich da nicht? Diese Konsole zeigt die aktuellen Missionen der Miliz-Einsatzteams an, Pathfinder. Sprechen Sie bitte mit Tyrion Kandros, um eine Zugangsfreigabe zu erhalten. Noch keine Neuigkeiten von der Turianischen Arche. Oder ist das Sache der Miliz? Es ist hart da draußen. Ich brauche vielleicht Verstärkung, falls Sie Leute erübrigen können. Ich habe Einsatzteams, die auf Angriff und Exfiltration spezialisiert sind. Wenn Sie Feuerkraft brauchen, sind meine Apex-Teams genau das Richtige. Darf ich das aber das wissen Sie ja bereits, stimmt's? Richtig, weiß ich. Danke. Bis bald, Kandros. Die Pflicht ruft. Meine auch, Pathfinder. Hey! Sprechen Sie bitte mit Tyrion Kandros, um eine Zugangsfreigabe zu erhalten. Willst du mich jetzt verarschen? Ich sprach doch mit dem Geist. Das ist die Konsole für unsere Einsatzteams. Worum handelt es sich dabei? Aha. Angriffs- und Exfiltrationstrupps. Und wenn wir die Besten brauchen, habe ich noch Apex. Kampfexperten, die sich verpflichtet haben, uns zu verteidigen. Da sie den Cluster quasi aus der ersten Reihe erleben, kann ich sie dazu autorisieren, die Teams einzusetzen. Ja! Sie fährt. Ich werde ihre Leute umsichtig einsetzen, Kandros. Das weiß ich zu schätzen, Ryder. Aber glauben Sie mir, Apex kann auf sich selbst aufpassen. Das heißt Pathfinder. Autorisierung erteilt. Viel Glück da draußen. Ey, geschafft. So. Erschlag, verfüge an, dass die Mission ansehen. Nein, die mache ich noch nicht. Ich will jetzt hier, Kollegen, was los hier, Mann? Nein, was, Escape, was, lol. Hier, da. Erster Mörder. Da will ich hin. Aus, an. Beweise für den Mord untersuchen. Wo suche ich nach den Beweisen? Wo? Der Entladungsvorgang für die Imperium wurde unterbrochen. Bitte warten Sie auf weitere Anweisungen. Ich hänge fest. Aber der Planet war giftig. Was, wenn Sie Sauerstoff in durchlässigem Gewebe speichern, wie Gravus Steinfisch? Okay. Ich vermute immer noch, dass in dieser Panzerung eine Atemausrüstung integriert war. Vielleicht ist ja beides wahr. Das Leben ist unendlich anpassungsfähig. Ey, Kollegen. Hier oder was? Mann. Was ist los? Wow. Behälter. Behälter. Alles nehmen. So. Wie komme ich denn da jetzt? Was ist denn hier los? Vielleicht muss ich mal hier. Keine Ahnung, was jetzt abgeht. Keine Ahnung. Beweise für den Mord untersuchen. Ja. Was denn für Beweise? Wo soll ich die denn suchen? So, help me, please. Teleskop ausleihen. Die Wellenlänge des Lichts, das von dem Planeten ausgeht, könnte mir vielleicht weiterhelfen.
Natürlich. Sie müssen der Pathfinder sein. Ausgezeichnet. Sie und Ihr Sam sind genau das, was wir brauchen. Danke, Mr. Professor Herrick. Yeah. Meine Kollegen und ich werden mit Hilfe Ihres Sam und der von Ihnen gesammelten Daten Andromedas wissenschaftliche Geheimnisse lüften. Darf ich mitmachen? Ich bin zwar normalerweise im Außeneinsatz, hätte aber nichts gegen ein wenig Fachsimpelei einzuwenden. Sie wissen schon. Sie sind uns jederzeit willkommen. Nicht, dass wir viel zu studieren gehabt hätten, während wir hier 14 Monate lang auf engstem Raum eingepfercht waren. Aber Ihre Daten über die Geißel sind ein Gedicht. Wir können jetzt hinsichtlich der erforderlichen Reparaturen deutlich fundiertere Empfehlungen abgeben. Und vielleicht gesteht uns Edison ja sogar einen vernünftigen Arbeitsplatz zu. Wie soll man bei all dieser Unruhe nur denken? Okay, Dr. Ardiana. Pathfinder, wir hatten Ärger. Kann ich Ihnen dabei helfen? Vielleicht. Ich habe ein Außenteam losgeschickt, um Werte von einem Bereich der Geißel zu messen, der sich ungewöhnlich verhält. Sie haben sich schon länger nicht mehr gemeldet und die Sensoren können Ihr Shuttle nicht orten. Ich habe sie losgeschickt. Dankeschön. Gute, fleißige Leute. Sehr toll. Ich habe Angst vor dem, was Ihnen zugestoßen sein könnte. Macht nichts. Haben Sie Hoffnung? Bewahren Sie die Fassung. Ihre Arbeit ist wichtig. Verlieren Sie das nicht aus den Augen. Wenn ich da draußen bin, werde ich versuchen, Sie zu finden. Ihre Freunde und Angehörigen wollen wissen, was geschehen ist. Und ich muss es wissen. Gut, kriegst du... Hallo Pathfinder! Hallo! Hätten Sie Lust, im Dienste der Wissenschaft ein paar Steine zu klopfen? Nicht lieber als das. Unbedingt. Sam und ich haben auf Grundlage Ihrer Scans eine VI für geophysische Studien entwickelt. Die Beta-Version ist auf der Konsole dort. Alles klar. Testen Sie sie in der Praxis. Dann überzeuge ich Direktor Edison davon, Ihnen ein Beraterhonorar zu zahlen. Wie klingt das? Sehr gut. Nur die jetzt auch noch, oder was? Pathfinder, diese Bioscans sind fantastisch. Könnten Sie uns vielleicht weitere Daten für unsere komparative Konservierungsstudie beschaffen? Ja! Für was für eine Konservierungsstudie? Ah, meine Arbeit ist auf dieser Konsole dort. Aber kurz gesagt, wir vergleichen und konservieren Organismen aus beiden Galaxien. Wenn Sie dem Verzeichnis weitere Bioscans und Proben hinzufügen, kann ich Ihnen einen Finderlohn anbieten. Und? Interessiert? Nein, los. Was? Nein, leck mich. So, ich will den Mörder befinden hier. Leute, Mann. Was soll ich hier machen? Was schloch hier? Ich weiß, viele Aufträge und so. Oh. Beweise für den Mord untersuchen. Ja, Kollegen, was ist los? Milizbüro, kann ich hier irgendwie raus? Einsatz. Oh, das haben wir schon mal. Ganz kurz mal Einsatzteam. Wird geladen. Bergbaubus. Okay. Okay. Dieses Symbol bezeichnet die Schwierigkeit des... Ah, okay. Schwer oder was? Lesen Sie den nicht gestartet. Okay. Also. Bergbauposition beschaffen. Okay. Den Spion identifizieren. Was das schon? Das Team ausrüsten, das ist. Pathfinder Belohnungsliste. Okay. Hab ich. Und jetzt? Beweise für den Mord suchen. Komm, wir gehen nochmal hier zu dir, OP. Wo Waffen denn da einkaufen? Wenn Sie nach Waffen suchen, sind Sie bei mir richtig. Am Knast Waffen kaufen. Yes! Sehr gut geregelt. Es wäre deutlich einfacher, wenn mir nicht die Hälfte meiner Waren fehlen würde. Ja, babbel nicht rum. Verkauf mir Waffen. Sehr schön. Ich werde einkaufen, bis ich nichts mehr tragen kann. Soll meine recht Meinung. Sein. Passen Sie nur auf, dass Ihnen nichts runterfällt, was Sie bei mir gekauft haben, okay? Wieso? Tan bringt mich um, wenn Ihnen meinetwegen irgendwas zustößt. Bergungsgut, Güter verkaufen, alle.
Gut. Eingabehandel bestätigen. Alles klar. Hier ist. Das Ding ist. Das ist. Das. Ja, Mann, ich. Raus hier. Ich krieg Kopfschmerzen hier. Was ist das denn? Wofür brauche ich eine Siedlung, Rede? Oder ein Kiro-Munition? Akiro-Munition. Akiro! Wushbimo. Da. Ziel verloren. Gewöhnlich Waffen. Okay, gut, danke. Schrott. Ich komme damit noch nicht klar. Wir kommen dann. Aber bei dem Preis, ne? Nächstes Mal. Hä? Gibt's dann. Mordfall! Das Problem ist jetzt, ehrlich, mal aus an. Beweise für den Mord suchen. Ja, wo dann? Du warst es. Fertig. Beweis gefunden. Kann ich jetzt hier irgendwo durch? Mitnehmen. Hier, kann ich mit dir. Mein Team arbeitet schon daran. Wir haben die Kommandozentrale ganz oben auf unsere Prioritätenliste gesetzt. Okay. Ich möchte gern raus. Fighten gehen. Dann stürmen. Der Energieverbrauch der Hyperion beträgt jetzt 100%. Edison, hör mal zu, Kleines. Wollen Sie was, Ryder? Ja. Um Ihr Schiff müssen Sie sich schon selbst kümmern. Wie? Ich bin nicht in der Stimmung, um Risiken einzugehen. Okay, gut. Sie entschuldigen mich, Direktor. Natürlich. Okay. Du bist... nein. Oder waren wir gerade? Da geht's nicht. Es kann ja sein, dass ich echt in mein Schiffchen muss. Aber das Ding ist ja... hier, hi. Nee, auch nicht. Wir reisen das mal ganz kurz zurück, ja. Das ist jetzt ein bisschen merkwürdig, denn... mein Problem ist ja, ich will ja wirklich hier diesen Mordfall klären. Untersuchen. Und so wie ich das jetzt verstanden habe, wenn ich es nicht falsch verstanden habe, war es ja so gedacht, dass die Tür hier zu ist. Dass ich... den Mordfall an diesen Sandsturm, tralala, hast nicht gesehen, untersuchen sollte und somit die Leiche begutachten sollte. Da die Leiche aber nicht mitgenommen wurde, nein Quatsch, da die Leiche echt nicht mitgenommen wurde, muss ich doch eigentlich. Du blödes Gottlück. Ey, Alter, was machst du hier? Muss ich doch eigentlich, so blödes Gottlück, dorthin wieder zurück? Dorthin wieder zurück. Captain Doom. Ryder. Yes. Sie sind nicht auf der Brücke, Captain? Wir haben sie abgeschaltet. Wir können uns keine Energieverschwendung leisten. Die Kryostation und der Sam-Kern sind davon ausgenommen. Und ich habe ihnen gesagt, sie sollen die Finger von Alex Quartier lassen. Sie haben jetzt Zugang. Danke. Hey. Es tut mir leid wegen ihres Vaters. Er war wirklich gut in dem, was er gemacht hat. Wenn auch nicht im Umgang mit anderen. Mit seiner Einschätzung, dass wir den Planeten erkunden sollten, lag er allerdings richtig. Ich wünschte, er wäre noch hier. Er hätte mir so vieles beibringen können. Bisher haben Sie sich doch ganz gut geschlagen. Sie schaffen das schon. Lassen Sie es mich wissen, falls ich Ihnen sonst noch irgendwie helfen kann. Ja, ich möchte gerne raus. Warum haben Sie sich der Initiative angeschlossen? Ja, nee. Unter neuen Sternen zu segeln. Neue Welten zu entdecken. Welche anständige Entdeckerin wird... Oh, Leute, sorry, ja. Aber... boah! Für Kopfschmerzen, ich will... wir sind jetzt gerade auf meinem Schiff, glaube ich, oder auf der Asche. Und
Die Mutter. Oh, was war das? Okay, von da bin ich gekommen. Gehen wir mal. Ein Platz da! Ich ist hier alles. Entdecke Sams Kern. Okay. Sam. Hallo Scott. Willkommen zurück im Sam-Kern. Ich habe meine Verbindung zu Ihrem Implantat angepasst. So ein Kopfschmerz wie vorhin sollte nicht wieder vorkommen. Was war das überhaupt? Du hast gesagt, wir müssen etwas Vertrauliches besprechen. Sie sollten einige Dinge wissen, bevor Sie zu Ihrer Expedition aufbrechen. Es schien mir das Beste zu sein, wenn wir dabei unter uns sind. Sam, wenn wir zusammenarbeiten wollen, darfst du in Zukunft nichts mehr von mir geheim halten. Es tut mir leid. Ich erfülle lediglich die Wünsche Ihres Vaters. Ja, dann jetzt hör doch nicht. Was hat er uns verschwiegen? Meine wahren Fähigkeiten. Alec hat die Sicherheitsprotokolle des Implantats außer Kraft gesetzt. Ich habe somit uneingeschränkten Zugriff auf die Physiologie des Pathfinders. Das heißt, auf mich? Ja, und nur auf Sie. Falls erforderlich, kann ich als Kraftverstärker dienen, um Ihre motorischen und neurologischen Fähigkeiten drastisch zu verbessern. Erlik nannte sie Profile. Sie liefern einzigartige taktische Verbesserungen während des Kampfes. Ihr Vater zog es vor, diese Tatsache für sich zu behalten. Das kann ich gut verstehen. Die Leute könnten ein falsches Bild bekommen. Supersoldaten. Ein Computer, der einen Menschen kontrolliert. Der den Menschen verbessert. Es ist eine symbiotische Beziehung, von der beide Seiten profitieren. Was hast du davon? Obwohl ich künstlich erschaffen wurde, bin ich doch vollständig empfindungsfähig. Weit mehr, als es selbst der Initiative bewusst ist. Ich kann dir nicht folgen. Du bist eine KI. Was unterscheidet dich von anderen? Ich bin eine neue Art von KI, die unmittelbar aus menschlichen Erfahrungen lernt. Ihr Implantat ist mein Fenster zur Welt. Aber ich der Chef. Mensch hat trotzdem das Sagen, oder? Natürlich. Ich war nie dazu gedacht, den Pathfinder zu ersetzen. Nur dazu, ihre Fähigkeiten zu fördern und zu verbessern. Dann bin ich ja beruhigt. Also, wie sieht der Plan aus? Ich befinde mich in einer ungewöhnlichen Lage. Obwohl ich Zugang zu den Erfahrungen Ihres Vaters hatte, ist mein Verständnis lückenhaft. Wieso das? Er hat einige Bereiche meiner Speichermatrix blockiert. Warum? Womöglich, damit ich seinen Plan nicht kenne, wenn Sie mich danach fragen. Ja, das sehe ihm ähnlich. Aber es geschah nicht planlos. Je mehr Fortschritte Sie als Pathfinder machen, desto mehr Blockierungen werden entfernt. Sie sollten vielleicht in den Quartieren Ihres Vaters beginnen. Und falls Sie keine weiteren Fragen haben, Ihr neues Schiff wartet auf Sie. Danke. Das Schiff. So, was ist hier los? Soldat, Rang 1. Soldat? Ah, laut lesen. Voll verpeilt. So, Soldaten sind reine Kampfspezialisten. Niemand ist härter oder besser geeignet, wenn es darum geht, Feinde mit Schusswaffen zu erledigen. Techniker, Experte, Wächter, Frontkämpfer, Inflator, Entdecker. Mit Brünn kann Sam Ryders Implantat umkonfigurieren und die Leistung auf dem Schlachtfeld verbessern. Wählen Sie ein Profil und drücken Sie die Leertaste, um es zu aktivieren. Techniker. Also Soldat sind wir ja schon, glaube ich, oder? Rang 1, 10% Waffenschaden, 10% Waffenpräzision, 2% Schadenswiderstand, 10% Waffenmagazinkapazität. Techniker ist Gesamtkomboschaden. Entdecker. Entdecker. 5% Waffenschaden, Schaden, Rang 1 Bonus. Jeweils 2 Fähigkeitspunkte im Kampf. Erotik? Abiotik. Oh mein Gott. Das ist vorhin. Jeweils 3 Fähigkeitspunkte im Kampf und Tech investieren. Jeweils 3 Fähigkeitspunkte. Bäh! Yes! Wir sind Soldat. So, Profil ist gewählt. Wunderbar. Investieren Sie im Kampf, Tech oder Biotech-Fähigkeiten, um mächtigere Profile mit verschiedenen Stilen freizuschalten. Drücken Sie zum Beenden die Escape-Taste. Machen wir doch mal nach gefühlt 1,5 Stunden. So, wir haben jetzt das eine Ding hier vollendet. Und Leute, zu ihrem Schiff gehen. Wenn ich an meinem Schiff gehe, dann fängt der Spaß an. Deswegen neue Familienereignis der Riders. Eine Möglichkeit finden Sams Änderungs... So, also wir... So. Ich denke, wenn wir jetzt, weil wir jetzt auch dieses kleine Symbolchen hier haben,
zu unserem Schiff kommen, dann können wir den Beweis für den Mord untersuchen und dann geht's ab. Sprich, ich glaube, wir haben jetzt so ungefähr fast alles, was es hier so an kleinen Zusatzmissionen zu finden gibt, gefunden. Pathfinder? Nein. Dann hat befohlen, außer Ihnen niemanden in die Kabine. Oh. Das ist dann wahrscheinlich mein Zuhause. Das ist der Erinnerungs. Das ist dann das Ding, was ich dann noch so ein bisschen finden kann. Schusswaffen, wunderbar. Sprich, Home Sweet Home. Also, nach dieser langen Folge im Nexus, in der Arche und alles drum dran, nachdem wir erfahren haben, dass jetzt wir ein halber Bot sind, so blöd es gerade klingt, denn in uns ist eine künstliche Intelligenz. Beende ich auch jetzt diesen kleinen Stream, kann man nicht sagen, diese kleine Aufnahme. SSV Normal, wow, geil, war schluss. Und beim nächsten Video mache ich das hier ganz schnell. Und dann steigen wir in unser Flugzeug und machen die kleinen Nebenmissionen, die wir alle angefangen haben, die wir angeklickt haben, damit sie auch beendet werden. Also, bis zum nächsten Mal, meine Freunde, und euch noch einen schönen Tag und ich freue mich schon aufs neue Video. Also, bis dann. Ciao.